Ja, guten Morgen. Mein Name ist Dirk Evers. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Evers Bautischlerei hier in Braunschweig. Und ich möchte euch jetzt mal ein bisschen führen zu uns in den Betrieb. Wir machen eine kleine Rundfahrt und nehmen dafür unseren schönen XC90. Die Tischlerei gibt es seit 1992. Wie kamst du darauf, dich in dem Bereich selbstständig zu machen? Ja, ich habe 1986 angefangen, Tischler zu lernen in einem kleinen familiären Betrieb. Und die Ausbildung hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe relativ früh die Liebe zum Handwerk kennengelernt. Und auch ganz früh, also vor der Gesellenprüfung schon, stand für mich der Entschluss fest, mich alsbald selbstständig zu machen. Und das habe ich 1992 dann auch getan. Vorausgegangen ist damals ein schwerer Motorradunfall, wo ich eben viel, viel Zeit auf dem Rücken verbracht habe und ganz viel Zeit hatte zum Nachdenken. Und da ist dieser Entschluss gereift und ich habe ihn dann kurze Zeit später in die Tat umgesetzt. Was genau bietest du denn an? Es gibt ja in so einem Tischlereibetrieb sehr viele Möglichkeiten. Restaurierung, Auftragsmöbel, Türen, Fenster. Was genau machst du? Ja, wir sind eine klassische Tischlerei. Im Prinzip haben wir das gesamte Portfolio einer Tischlerei. Unser Schwerpunkt, unsere Kernkompetenz liegt jedoch in der Herstellung von Premium-Produkten, Premium-Haustüren, denkmalgerechten Haustüren, denkmalgerechte Fenster, nach außen öffnende Fenster. Das ist so ein Steckenpferd von mir. Wir sind ganz stark in der Verlegung von Fußböden, Designfußböden, Parkettfußböden, Dielenfußböden und auch als Besonderheit fotorealistische Fußböden. Wie hat sich die Nachfrage oder die Anforderung der Kunden im Laufe der Zeit geändert? Zumindest in den letzten 5 Jahren ist die Nachfrage quasi explodiert. Wir haben einen Vorlauf, der schon relativ hoch ist. Also 5,5 Monate Vorlauf haben wir im Moment. Die Ansprüche der Kunden sind stetig gewachsen. Und das ist die Herausforderung für uns als handwerkliches Unternehmen, diesen Anforderungen auch gerecht zu werden. Da muss halt jeder so seine Nische finden. Unsere Nische ist es zum Beispiel, wir distanzieren uns von der CNC-Fertigung. Wir fertigen von Hand nach alter Väter Sitte und eben nicht CNC-gesteuert mit einer hohen Wiederholgenauigkeit und einer gewissen Beliebigkeit. Dafür habe ich nicht Tischler gelernt, um CNC-gefertigte Produkte zu verkaufen. Im Zweifel ist es ja auch egal, wo die Maschine steht oder wer die Maschine bedient. Das ist nicht meine Philosophie. Welche Rolle spielt die Digitalisierung im Handwerk? Die Digitalisierung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die Digitalisierung ist bei uns im Handwerk meiner Meinung nach ein bisschen schleppend angelaufen, nimmt jetzt aber so richtig Fahrt auf. Digitalisierung ist ja nicht nur, dass die Maschinen in Richtung CNC oder digital bedienbar sind, sondern auch die ganze Peripherie. Arbeitszettel, Auftragszettel, die werden heute bei uns zum Beispiel über ein iPad versendet, auf dem iPad unterschrieben. Das gesamte Büro ist natürlich digitalisiert. Die ganze Kommunikation ist digital. Social Media letzten Endes ist ja auch eine Form von digitalem Leben. Und da ist das Handwerk, glaube ich, auf einem guten Weg. Was ich bei dem XC90 total schätze, ist, dass es ein unheimlich geräumiges, komfortables Auto ist. Wahnsinnig genial verarbeitet. Lederbezogenes Cockpit, wahnsinnig viele Features, belüftete Sitze. Ein unheimlich entspanntes Fahren. Also ich fahre gerne schnell. Ich fahre auch gerne, was man langläufig ein bisschen aggressiv nennt. In diesem Auto kann man sehr agil fahren, man kann spritzig fahren, möchte ich aber eigentlich gar nicht. In dem Auto genieße ich es im Prinzip zu entschleunigen. Ich habe es hier komfortabel, es ist total entspannt, es ist eine ruhige Kulisse, es ist alles absolut gediegen und ich habe überhaupt gar keine Lust, überhaupt gar nicht das Bedürfnis, schnell zu fahren. Und ich komme total entspannt zum Termin, ich komme total entspannt nach Hause oder in den Betrieb. Und das ist etwas, was ich so vorher noch bei keinem Auto erlebt habe.